Hallihallo und willkommen zurück, meine lieben Yu-Gi-Oh!-Fans. Ja, da sind wir wieder. Jo, im letzten Duell hatten wir ein bisschen mehr Glück gehabt. Und da habe ich am Ende doch Bronk irgendwie besiegt mit irgendwelchen Karten noch, die ich jetzt noch vorhanden hatte. Ja, manchmal muss man halt ein bisschen Glück haben, auch im Yu-Gi-Oh!-Spiel. Das ist halt so. Kartenspiele sind eigentlich Glücksspiele, ne? So, aber dennoch müssen wir hier weitermachen, denn wir brauchen noch immer drei Herzstückchen für ein weiteres ganzes Herz. Ich habe das Ganze schon mal hier gemacht. Leider ist mir die Aufnahme irgendwie mittendrin abgebrochen. Die Hälfte kam nur an, die andere Hälfte nicht und ein Teil wollte ich einfach nicht hochladen. Deswegen habe ich ja nicht gespeichert und mache jetzt das Ganze wieder von neu. Egal, machen wir das Ganze wieder von neu, ist ja nicht so schlimm. Und wir duellieren uns einfach mal mit diesem Roboter, Abfallroboter. Ich habe ja gesagt, in der zweiten Folge habe ich im Offscreen gegen den mal ein bisschen was gemacht. Der war gar nicht mal so schlecht. Und ja, dann wollen wir mal schauen, ob der sich mal verbessert hat, der Bursche. Erster oder zweiter? Zweiter, okay. Dann schauen wir mal. Aber ganz ehrlich, Bronk, das war schon eine harte Nuss. Also, das ist ja halt die Storyline. Und ich denke mal, ich vermute es nur, dass wenn ich im Storyline hier diese Leute bekämpfe, wie Bronk oder meine anderen Kameraden oder andere Gegner, was alles mit der Story zu tun hat, dann wird das ein schwieriger Kampf. Und hier die Leute, die ich mir so selber auswählen kann, die sind halt ein bisschen leichter. Also nicht so leicht, aber trotzdem leichter als alles andere. So. Mal schauen, mal schauen. Da geht ja immer richtig ab jetzt gerade, sehe ich. So. Dum, dum, dum. Jo, viel kann ich da auch nicht machen jetzt gerade. Moment. Noch einmal. Okay. Ja, das war's eigentlich mit meiner Seite jetzt hier. Ja. Mal schauen, was der Gegner jetzt drauf hat. Oh, komm. Das ist doch fies, ey. Egal. Fängt ja schon mal gut an, sag ich mal. Der Gegner nervt schon mal. Aber ist ja nicht schlimm, denn ich habe schon in der Hand schon gute Karten. Also mich beschweren will ich jetzt groß nicht. Aber theoretisch hätte ich diese Karte mal da hingetan. Aber okay, gut. Macht er eine Fusion? 4-4 bestimmt. Ah, ne, doch nicht. Ach doch, am Ende macht er die dann. Bei MP2. Muss man sich auch mal denken, das muss man mal merken, dass ich nicht direkt eine Fusion starten muss, falls es halt darum geht, viel Schaden auszuteilen. Und bei MP2 kann ich ja die dennoch noch mal fusionieren, also jetzt. Das macht er bestimmt, ja. Wie ich es auch gesagt habe, ist auch schlau, sowas zu machen. So. Och, du Scheiße, ey. Da geht's jetzt richtig ab. Ich brauche irgendeine Karte, wo ich es direkt beschwören kann, ein Special Viech. Oh. Setzen. Und das aktivieren. Na, theoretisch konnte ich Monster aktivieren, aber das hätte dann wiederum weggeschmissen, weil ich ja... Ja gut, machen wir das erstmal so. Machen wir das erstmal so. Komm, weiter geht's. Noch ist nichts verloren. Ist klar, komm. Alter Schwede, da hat er eiskalt das jetzt. Ja, genau. Komm. Aber das gilt dann auch für mich, oder? Ja. Fuck. Mist. Habe ich ja voll vergessen. Das gilt dann auch für mich. Oh, jetzt kassiere ich Damage. Okay, gut. Ich kassiere jetzt zwar viel Damage.
in der nächsten Folge. Ah, Mist, ich kann jetzt gar nichts mehr machen, glaube ich. Ich muss mir jetzt gleich was durchlesen. Oh Mann, das war... Oh, 800 Lebenspunkte. So. Okay. Doch, sieht so sehr gut aus. So, dann wollen wir mal ein bisschen was starten, oder? So, erstmal das. Weg. So, beschwören. Effekt aktivieren. So, dann wollen wir mal. Zack, aktivieren. So, beschwören, Spezialbeschwörung. Was gibt's da so Schönes im Laden? Das nehmen wir. Unser Standardmonster. Was eigentlich ganz gut ankommt. So, dann wollen wir mal. So, 2500, das sieht doch sehr schön aus. Ich kann es jetzt nochmal in eine weitere Stufe verlegen, aber mache ich nicht. Ich greife jetzt mal an. Ne, Effekt nicht aktivieren. Jetzt mal gucken, was der Gegner da hinten hat. Nichts. Okay, gut. Sehr schön. Kann auch nichts anwenden. Ich habe unten ja eine schöne Fallenkarte. So, nein. So. 800 Lebenspunkte habe ich nur noch. Ob ich das irgendwie geschaukelt bekomme, das Ganze, weiß ich nicht. Er hat nur eine Karte. Okay. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen können. Beschwören. So. Okay, gut. Jetzt weiß ich's. Nein, erstmal den hier. Ich weiß jetzt echt nicht, was er da hinten hat, deswegen. Komm. Sehr schön. Das hier noch. Nein, ich möchte das nicht aktivieren, den Effekt. Immer drauf aufpassen. Oh, das sieht doch gut aus. Also gerecht, würde ich mal einmal sagen. Nicht so ein großer Unterschied. 800 Lebenspunkte gegen 8000. Er kann nur eine Karte ziehen. Und was hat er da? Kann er sich retten mit diesem Zug? Kann er das Ganze noch? Nee, er setzt da noch hinten was ein. Mal schauen. Okay, dann wollen wir mal was starten. Okay, was ist das für eine coole Karte? So. Okay, wollen wir mal? Nein. Battlephase. Und dann wollen wir uns mal eine Runde battlen. Fangen wir mal mit dem schwächsten Viech an. Nee, ich möchte nichts. Sehr schön, noch 200 Lebenspunkte. Und direkt Schaden, mein Freund. Er kann nichts machen, weil meine Fallenkarte unten offen ist. Er hat bestimmt da hinten irgendeine Fallenkarte gegen mich. Aber er kann einfach nichts machen. So, und dann habe ich es gewonnen. Mit 800 Lebenspunkten habe ich es irgendwie noch geschaukelt bekommen, das Ganze. Und ja, gar nicht mal so schlecht. Nach 8 Minuten jetzt circa das erste Duell schon gewonnen. War knapp mit den Lebenspunkten, muss ich echt zugeben. Aber es war gar nicht mal so schlecht. Abfallroboter hat verloren. Abfallroboter hat verloren. Das hat Spaß gemacht. Du bist ja mein Freund. Duellieren wir uns doch mal wieder. Ja, können wir irgendwann mal. Aber jetzt erstmal nicht. So, jetzt schauen wir mal, was wir uns noch hier... So, erstes Herzstück wieder am Start. Sehr schön, sehr schön. So. Jetzt sind wieder mehr Leute da. Das ist irgendwie voll seltsam, oder? So, duellieren wir uns gegen diesen Hund hier. Oder? Jo, komm. Hündchen, wir duellieren uns. Und wenn du gewinnst, kriegst du ein Leckerli. So, mein Freund. Ich duelliere mich schon gegen mit Hunden hier. Das ist schon sehr seltsam alles. Okay, erster oder zweiter? Zweiter. Gut. Zweiter ist auch nicht so schlecht, weil dann... Ich kann beim ersten Zug sowieso ja nicht angreifen. Und beim zweiten Zug weiß ich schon, was der Gegner davor hat. Also, jo. Ist ja nicht so verkehrt, das Ganze. Okay, das sieht schon mal gut aus auf meiner Hand alles. Alter Schwede.
Ah, okay, gut. Powerkarte will das Spielfeld ein bisschen verändern. Der Kollege hier. Diese Karte geht dann hier, wo ich das jetzt rot markiert habe, da. So, okay. Also will er seine Karten ein bisschen aufpowern. Gut, gut. Soll er machen. Soll er nur machen. Denn ich habe hier was Schönes in meiner Hand, sehe ich gerade. Das kicke ich gleich einfach instant mal weg. So. Ja, ja. So, okay. Sieht doch sehr schön aus. So, erstmal aktivieren. Erstmal alles ein bisschen sauber machen hier, das Spielfeld. Das ist ja voller Schmutz hier. Das muss erstmal hier ein bisschen gesäubert werden. So, so sieht es doch wieder schöner aus. Lässt sich besser arbeiten. So, beschwören. Ja, aktivieren. So, zack. So, ist eigentlich immer dasselbe Spiel bei den Gegnern hier. So, aber irgendwann wird mir das auch nicht viel bringen. Da muss ich mein Deck ein bisschen weiter mit besseren Karten. Aber zurzeit reicht das hier vollkommen aus, was ich hier so mache. Deswegen. So, aktiviere diese setzen. Nein, nein, nein! Wieso habe ich das aktiviert? Oh. Oh, perfekt, dass das weggegangen ist. Okay, ich dachte, ich verliere jetzt mein Monster. Mein lieber Scholli, ey. Ich wollte es eigentlich nicht aktivieren, sondern einfach hinlegen. Hab's außersehen aktiviert. Nein. Muss man echt aufpassen, was man drückt. So, zack, weg. Jo. Umsonst die Karte jetzt. Geopfert. Aber okay. Passiert manchmal. Manchmal passiert sowas. So. Jo, was hat der Gegner so zu bieten jetzt? Erstmal hat er nichts aufs Spielfeld, setzt nochmal die Karte ein. Also hat es ein paar Mal im Deck. Okay. Also er will unbedingt die Karte haben. So. Und setzt eine in den Verteidigungsmodus und das war's schon mit ihm. Mehr hat er nicht zu bieten. Ja, hier den will ich jetzt nicht einsetzen. Oder? Ich kann den so mal einsetzen, genau. So. Dann wollen wir mal. Weg damit. Nein, kein Effekt aktivieren. So, zack. Ja, ein bisschen gestärkt sind die Viecher. Keine Frage. Irgendwie hat er so ein Pinguin-Deck. Voller Pinguine. So. An Lebenspunkten sieht es jetzt noch immer nach Gleichstand aus. Beide haben 8000 Lebenspunkte. Er macht Wiederbelebung, okay. Bestimmt nur in Verteidigungsposition, weil er keine Monster hat, oder? Oder will er was angreifen? Nee, komm. Greift er mich echt jetzt an, das Viech? Okay. Ja, hat viel gebracht, hat dir das jetzt irgendwie nicht. Oh, der macht da irgendwas. Der will da jetzt gleich eine Fusion starten. Yep. 2600, krass. Krass, krass, krass. Ja. So. Sehr schön. Okay, ich habe ihn jetzt diesmal schon mal geschützt, aber das bringt mir nicht viel. Ich brauche jetzt irgendwas Besseres. Hm. Mist! Also ich kann ihn noch eine Runde schützen, das ist das Problem. Er ist einfach 100... Ah, 100 stärker als ich. So, mal gucken. Trotzdem könnte ich hier vielleicht was beschwören. Nee, das bringt mir hier nicht. Ich will meine Karten hier sehen. So, Liste, genau. 2 Stufe 8, 8, 8, 4, genau.
So, Alter, ich sehe da oben nichts, ne? Ganz ehrlich, da sehe ich nichts. So. Okay, okay. So, einmal pro Spielzug. Du kannst ein... Kann ich danach angreifen, ist die Frage. Wie viel, 1900 geht auch nicht. Der ist auch viel zu schwach dann. Schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Das ist das Problem jetzt gerade. Ja, jetzt kann ich irgendwie nichts machen. So, Hund, du hast diesmal was Gutes gezogen auf jeden Fall. Hoffentlich ziehst du jetzt nichts, was noch was Gutes. Bitte was Schlechtes, wäre gut. Okay, Battlephase. Er versucht es wieder. Ich setze wieder das Jahr ein. Beim nächsten Mal wird das nicht funktionieren. Nein. So. Das war's. Okay, so, jetzt mal schauen, was jetzt geht. Oh, geil. Alter Schwede, das ist doch geil. So, aktivieren. So, das geht doch ab. Ja, wirf eine Karte ab. Nein. Zack, perfekt. So. Ah, sehr schön. Angriff. Nein! So, perfekt. So, 2500. Sehr schön. Gut, die andere... Oh, Alter Schwede, ich will's nicht. Das muss ich jedes Mal bestätigen. So, okay. Ging ja nochmal gut irgendwie. Nochmal Glück gehabt. Die richtige Karte zum richtigen Zeitpunkt gezogen. Und dann nochmal das Ganze mal ein bisschen gedreht. Aber... Ich habe Angst, dass er da nicht jetzt wieder irgendwas macht. Doch, er will... Man... Wieso greift er das an? Ist er bescheuert? Hä? Wieso... Wie... Hä? Das habe ich jetzt nicht kapiert irgendwie. Egal. Jetzt brauche ich ein Monster. Nein, meine Fresse. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Vielleicht stand das unterm Effekt irgendwie. Zweimal geht und danach kann mich jeder hauen oder was? Oh, Mist. So. Oh, gut, meine Karte wird hier auch ein bisschen aufgepowert. Ist doch schon mal schön. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen. So. Mal schauen, was der Gegner kann. Ne, der kann auch nicht viel. Geht besser einen Schritt zurück. Sehr schön. So. Gut, ich kann auch nichts weiteres machen, deswegen EP, nein, ich will nichts aktivieren. Gut, wenn er irgendwas krasses jetzt gleich beschwört, werde ich jetzt einfach aus dem Spielfeld gleich kicken. Nein, komm, tschüss. So, denn ich habe ja noch unten eine schöne Fallenkarte auf jeden Fall. Gut, das sieht doch schon mal gut aus. So, mal gucken, was ich rausholen kann. Das hier. So, sehr schön.
Und auf geht's. Mein lieber Freund. Jo. Mal gucken, was er da hinten hat. Ich weiß nicht, ich gehe auf Risiko jetzt. So, komm. Ah, geht doch. Also nichts Interessantes. Manchmal muss man auch ein bisschen was riskieren, ne? Sonst sieht man nicht, was der Gegner vorhat. Jedes Mal so einen sicheren Zug zu machen, kann man, aber muss man nicht. So. Was hat der da vor, Mann? Okay. Setzt einen Pinguin ein. Noch ein. Und beschwört gleich was, oder was? Das sieht nach der Beschwörung aus. Jo, und es ist es auch eine. Ja, und zwar benutze ich die andere hier. Zack, weg mit dir. Ich will gleich den direkt die Lebenspunkte auch wegkrallen. Nein. Okay. Interessant. Hat es irgendwie geschafft. Nein! Okay, aktivieren. Los. Klappt das? Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich glaube schon. Nein, klappt nicht. Mist! Mist, 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 Mist. Das sieht schlecht aus jetzt. Aber sowas von schlecht. Eigentlich nicht so schlecht. Setzen. Denn ich habe 2200 hier. Das muss ja erstmal irgendwie wegkratzen. So. So, mein Freund. Komm. Jo, das passt. Ich werde den jetzt hauen erstmal. 2100, das passt. Oh, scheiße, ey. Habe ich irgendein Viech, was über 2100 ist? Ich habe ja zwei Fusionen schon gemacht, oder? Und zweimal hat er mich rausgekrallt hier. Oh, Mist. Den kann ich ja nicht rausholen. Ich habe den jetzt gesetzt. Kann ich den... Nein. Oh, ich bin so ein Trottel, ey. Ich hätte ihn als Verteidigungsposition gesetzt und kann ihn jetzt nicht rausswitchen. Oh Mist. Oh Mist, ey. Da konnte ich jetzt nochmal irgendwie umdrehen, das Ganze. Aber ich habe jetzt wieder verkackt. Naja. Jetzt hat er... Oh Mist. Okay, 1500 gegen 2000. Sieht dann für den schlecht aus. So. Jetzt muss ich irgendwas Gutes hier rausholen, ey. Naja. So, falls... So, okay, das passt. So kann ich. Ja, da ist schon. Wenn du dies tust, du kannst ein Gaga-Monster mit einer anderen. Ach so, ein Gaga-Monster. Shit. Das ist ja kein Gaga-Monster. Deswegen bringt mir das jetzt hier das Ganze nicht. Jetzt habe ich wieder verkackt. No. Fehler über Fehler gerade. Nee, angreifen nicht. Gut. Mist! Habe ich voll verpeilt. Ist eigentlich eine coole Kombination, aber ich habe leider kein Gaga-Monster auf dem Spielfeld. Deswegen kann, sich diese Sternzahl nicht gleichstellen. Also 4 auf 4 oder sonst was. Ah, Mist, Mist. Egal, 700 kassiert jetzt hier. So, komm. Gut, das Viech kann ich nicht beschwören jetzt einfach.
heißt, weiter. Ach Quatsch, ich konnte... Oh Mann, jetzt habe ich wieder Fehler gemacht, weil ich zu voreilig bin. Ich konnte was gerade machen. Ich konnte gerade was machen. Egal, wenn ich das Duell hier verliere, dann absolut selbstverständlich, denn ich habe jetzt drei gravierende Fehler gemacht, wo ich einfach mal voreilig war. Und schnell machen wollte. So. Okay. Wieso kann ich seinen Effekt nicht aktivieren? Das frage ich mich jetzt die ganze Zeit. Ich hab's nur mal beschworen. Aber ich kann seinen Effekt jetzt nicht aktivieren. Passiert das, wenn ich das in Angriffsposition setze? Nee, oder? Das ist Quatsch. Gut, dann gehe ich halt eine Nummer sicher. Dann war das doch kein Fehler. Ich dachte, ich könnte seinen Effekt aktivieren und dann könnte ich das Viech hier rausbeschwören. Geht aber irgendwie nicht, denn ich kann seinen Effekt hier nicht aktivieren. So, okay. Gut, dann wollen wir mal weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Mal gucken, was der jetzt vorhat. Schon wieder den Mister. Der will da was Krasses rausholen. Glaubt mir, Leute, der will da was Krasses rausholen. So, 4 und 3. Ist nicht gleich. Oh, da tut sich gleich was. Oh. So, 2100. Gut, das wird jetzt wehtun. Aufpassen. So, komm. Ah, der darf nochmal angreifen. So, aktivieren. Komm. Haha, das ist ja cool. Die wusste ich gar nicht, dass ich die Karte habe. Krass. Jetzt habe ich den einfach mal weggehauen. Weil ich kann... das war jetzt cool. Wusste ich jetzt gar nicht, diese Kombination. Die habe ich jetzt bis jetzt noch nie eingesetzt. Deswegen war die jetzt gar nicht mal so schlecht. Boah, jetzt habe ich wieder nur so eine Kackkarte. Na gut. Und Großartiges kann ich ja jetzt auch nicht machen. So, okay, komm, weiter. Go. Okay, der Kampf hier dauert schon ein bisschen länger, weil er ein bisschen verzwickt ist, wie man es sieht. Gut, jetzt hat er den. Der den geopfert, weil er ein bisschen stärkeres Viech haben wollte, oder was? Oder was hat er jetzt vor? Er überlegt. Battlephase. Okay, der greift hier das andere Viech. Ist nicht schlimm, ich habe es extra reingemacht, dass er mal ein bisschen sich ablenkt. Falls ich jetzt ein stärkeres Viech habe, kann ich das schon angreifen. So. Oh, schon wieder, ey, das gibt's doch gar nicht. Das lasse ich dich aber in der Hand, glaube ich. So. Bringt mir nichts, ich kann nichts machen. Go. Jetzt bist du dran. Der hat gleich keine Karten mehr, ne? Der hat nur 15 Karten. Weil der hat so viele Karten jetzt geschrottet schon. Weggehauen, neu gezogen, weggestellt. Was überlegt er so lange jetzt? Zack, noch eine Karte, okay. Wäre schlau, wenn er in den Verteidigungsmodus geht. Beziehungsweise, ne, so schlau auch nicht, wenn er zu schwach ist für den Verteidigungsmodus. Mal gucken. So. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch geil aus.
So, komm. So. Ne, ich mach hier was anderes. So, 8. Denn ich habe 8 Stufen Monster, also mit 8 Sternen hier. So, jetzt aktivieren. Spezialbeschwörung. So. Kann ich ja mal die zwei opfern hier. Aber ich hatte da noch ein anderes Viech. So, einmal pro Spielzug. Während des Spielzugs deines Spielers, du kannst einen von dieser Karte abhängen und dann ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. In diesem Spielzug werden seine Effekte annulliert, aber es bleibt von anderen Karteneffekten unberührt. Okay. Ja, ich habe jetzt Angst, was hat er da hinten? Davon habe ich jetzt Angst. Davon habe ich jetzt Angst eigentlich, was er da hinten hat für Fallenkarten, aber ich gehe auf Risiko. Komm. Ja. Sehr schön. Direkter Schaden, nein. Komm. Nee, Quatsch. Warte mal. Du kannst ein offenes Monster auf der Ach so, das Monster geht ja nicht. Okay, geht nicht. Nein. Geht leider nicht. Okay, gut. Gut, egal. Ich habe schon mal ein starkes Viech hier am Start. Konnte ihn auch direkt angreifen. Das ist ja schon mal was wert. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das Ganze hier nochmal rumkombiniere. Okay, der wird da jetzt wieder... Nein. Moin, noch nicht. Was hat der vor? So. So, nein, komm. Alter. Ich frag mich, was er da vorhat. Ja. Das sieht nicht gut aus. So. Achso, der will. Ach nee, oder? Der will das kleine Viech da angreifen. Nein, erstmal nicht. Mal gucken. Jetzt beschwört er noch was krasseres, oder was? Hä? So. Ach so, krass. Okay, was beschwört er jetzt da? Was hat der vor? Der will da irgendwas krasses rausholen. So. 4 und 3, das passt ja gar nicht. Nein, ich möchte noch nichts aktivieren. Okay, jetzt sieht's böse aus. 3-3. Noch ein Viech. 3-3-3. So, was hat er vor? Erstmal eine Battle-Phase. So, nein. Ich müsste jetzt ein... Gut, das ist schon mal weg. Fusioniert der jetzt? Nein. Verstehen tue ich den jetzt nicht, was er da gemacht hat. Ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt da gerade null. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Das ist ja Quatsch. So. So, was mache ich jetzt am besten? Ich überlege gerade. Nein, Battle-Phase.
Und dann greife ich das schwächste Viech an. Ne, ich greife das dann. Was hat er da hinten? Ich habe Angst nur, was er da hinten hat. Als verdeckte Karte. Nichts, okay. Gut. Ich habe die extra hier so reingeholt, dass sie, falls was passiert, dass ich da nochmal angreifen kann. Okay, gut. Gut, dann ist er jetzt dran. Nein, ich will nix. So, tschüss, weiter. Okay, jetzt bist du dran, mein Freund. Alter, wie lange geht das Duell hier mit diesem Hund? So, go, go, go. Okay, die zwei will er. 1800. So. Warte mal, abhängen und die Gesetze, die Karte. Ja, muss ich. Weil sonst sein Effekt da aktiviert wird. Der sieht auch nicht auch gut aus, der Effekt. So. So. Okay. Haha. So, mein Freund. Sieht doch gut aus für mich alles hier. Ich glaube, im nächsten Zug ist er dran. Da kann er nicht viel machen. Aber ich weiß noch nicht so ganz. So. Go, go, go. So, der hat noch 10 Karten da hinten. Ich glaube, der wird eher an Mangel von Karten verlieren. Als was an anderes. So. Battle. Und zwar jetzt. Nein. Und zerstöre es! Voller Macht! So, 600 noch. So, go, 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 mein Freund. Eigentlich könnte ich die Karte hätte ich auch zerstört, weil ich weiß ja nicht, was er da hat. Nicht, dass er jetzt am Ende ein krasses Vieh fusioniert hier mit 3-4 Sternen. Okay, er powert sich auf. Das ist schon mal sehr schlecht. Nein. So, aber was hat er? 2000, okay. Was will er noch machen? Okay, kann er nichts. Gut. Aber er schützt sich gut. Von allen Seiten. Haha. Soll er das Viech nur angreifen? Dann bekommt er die Portion. So, Battlephase. So, komm. Nein. Und tschüss. Komm. Bam. Sehr schön. Ich hoffe mal, der greift mein Marshmallow an. Denn wenn er das tut, dann kriegt er direkt mal 1000 Schaden. Und somit ist das Duell dann auch gelaufen für ihn. Das wäre ziemlich gut. Dann wird das hier sich nicht so lang ziehen, das Ganze. Hoffentlich greift er mein Marshmallow an. Ne, macht er nicht. Krasser Typ. Okay. So, ja, aktivieren. So, dann aktiviere ich noch ein... Nein, das will ich nicht aktivieren. So. Zack. So, mal gucken die Liste kurz. Okay, mal gucken kurz. Einen Moment. Krieger. Das ist ein Krieger. So. Okay, geht leider nicht. So, aber es geht ja normal was. So, zack, Spezialbeschwörung. Wir beschwören mal. Zack.
So, komm. Go, go, go. Zum ersten Mal beschwächt das Viech überhaupt. Hat ich noch nie eingesetzt, das Ganze. So, Battlephase. Let's go. Komm, mal gucken. Hoffentlich hat er keine Fallenkalle da hinten. Zerstör es. Okay. Und jetzt kann ich direkt einen Schaden machen. Ich glaube, das war's dann auch für den. Falls er da jetzt nicht hinten was Krasses hat. Okay. Nein, komm. So. Hä? Okay, gut. Aber er wird 100% mein Verteidigungsviech da angreifen. Die Karte im Verteidigungsmodus wird er 100% angreifen. Das, darauf wette ich jetzt. Und damit wird er auch verlieren. Weil, wird jetzt gleich sehen, 1000 Lebenspunkte gehen dann flöten. Weil er fühlt sich jetzt stark mit seinen 2600. Und denkt so, warum soll ich das nicht machen? Hm? Ist das so? Ja, Battlephase? Ne, er greift das linke, glaube ich, an. Mist, das habe ich ja voll vergessen. Genau, er greift das jetzt erstmal an. Okay, gut. Kann er auch. So. Aber okay. So. Okay, uninteressant für mich jetzt. Aber ich greife den so an. Boah, der hat noch 600 schlappe 600 Lebenspunkte und ich gammel hier rum. Komm, greif den jetzt mal an. Volle Kanne. Nein. So, jetzt hat er noch 400. Meine Fresse, ey. Oh je, oh je, oh je. Langes Duell auf jeden Fall. Aber der hat auch gleich keine Karten mehr. So oder so sieht es für den eigentlich sehr schlecht aus. Und ich glaube, der will jetzt angreifen, ne? Hm? Was hat er vor? Ach, ist das so? So, aktivieren. So, passt. Tja, mein Moment. Okay, gut, 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 gut. Jetzt fusioniert ihr die zwei. Er will echt angreifen, gut. Greift er an? Ach so, er greift mich an. Nee, ach so, Quatsch, den. Ja gut, damit hat er auch verloren. Tja, sehr schön. Nein, will ich nicht. Jo, verloren hat er. Ich habe gewonnen. So muss das sein. War ein langes Duell, aber so ist das halt. Manchmal geht's halt kürzer, manchmal länger. Und diesmal war es doch ein längeres Duell. Gut. Ja, ja, bla bla bla. Du hast verloren, kleiner Hund. Kein Leckerli für dich und kein gar nichts. Falls euch... Ja, falls euch das... Falls euch dieser Part hier... Moment. Oh. Okay. Und ein Ereignis wieder. Sehr schön. Das heißt, beim nächsten Duell, im nächsten Part schauen wir uns das Ereignis an. Wieder eine Storyline. Das heißt, bestimmt gegen irgendeinen bekannten Typen antreten und etc. Deswegen würde ich mich erstmal hier verabschieden. Es war ein sehr interessantes Duell. Man hat mehrere Kombinationen gesehen, was man mit diesem Deck machen kann. Also, es macht schon Spaß und ja, es macht richtig Spaß, das Spiel. Muss ich echt sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich mache das so nebenbei, aber... Suchtpotenzial ist vorhanden, würde ich mal sagen, ne? Also, falls euch der Part gefallen hat, Daumen hoch, bewertet es schön und falls ihr Fragen habt oder irgendwelche anderen Sachen, einfach unten kommentieren. Ich antworte auch schnell. Also, bis zum nächsten Part. Euer Sakatiyes.